Hallo und herzlich willkommen zu Teil 2 meiner Serie über den Line 6 Helix. Heute geht es um die Bedienung am Gerät. Und ich mache das Ganze vor an dem einzigen Helix-Hardware-Teil, was ich habe, nämlich dem kleinen Helix-Stomp. Das ist hier unten an der Box auf meinem Pedalboard. Und da zeige ich dir jetzt, wie man das Gerät am Gerät bedient und Sounds erzeugt und die ganzen Einstellungen vornimmt. Und so weiter. Dazu schalte ich auf eine andere Kamera und ich habe das schon vorher aufgenommen und sage jetzt hier von der echten Ansicht Tschüss und viel Spaß beim Editieren im Helix-Gerät. Bedienung am Gerät. Ich möchte dir jetzt hier mal zeigen, was du am Gerät selber einstellen kannst und viele Sachen, die du in der Software, die wir später behandeln, einstellen kannst, kannst du auch am Gerät einstellen. Eigentlich, wenn es genau genommen, alles kannst du einstellen. Ich benutze lieber die Software, weil ich dann eine bessere Übersicht habe. Allerdings ist das Helix ein Gerät, was extrem gut designt ist von der Benutzeroberfläche. Und das wirst du gleich sehen. Also ich könnte auch alle Sounds mit dem Gerät programmieren. Warum mache ich es nicht am Gerät? Das ist ganz einfach. Es ist extrem schwer zu filmen, weil dieses Display hier glücklicherweise extrem hell ist. Du kannst es von überall lesen, auch bei direkter Sonneneinstrahlung. Was es allerdings sehr schwierig macht, es mit einer Kamera einzufangen. Deswegen siehst du auch hier, das Gerät ist ein bisschen dunkel und das Display ist vielleicht ein bisschen zu hell. Aber wie gesagt, ich möchte dir einfach zeigen, wie du das Gerät selber am Gerät bedienst, ohne die Software, falls es irgendwann mal nicht klappt, falls du unterwegs was nachstellen musst beim Gig und du hast keinen Laptop dabei, wo du die Editor-Software drauf hast. Und du siehst jetzt hier, dass das auch hervorragend funktioniert. Erstmal anschalten ist natürlich klar, hier hinten an dem kleinen Button. Du siehst hier die grüne Leuchte von dem, ehrlich gesagt, schrecklichen Netzteil, aber egal. Erster Knopf, wichtig, View. Was siehst du? Es gibt zwei Views. Das ist die Preset View und da siehst du, was unten die Fußschalter in dem Moment gerade machen. Und oben den Namen des Presets und die Nummer des Presets. Diese Anzeige von der Nummer, die kannst du umstellen. Und zwar geht es einmal von 0 bis 127. Und du kannst hier aber auch einstellen, dass es immer ist 1A, 2A, 3B, also mit ABC. Das sind dann die Schalter für die verschiedenen Presets. Und die Nummer ist dann die sogenannte Bank. Und der Helix Stomp hier, den ich als Beispiel nehme, ist in Bänken zu drei Sounds organisiert, was natürlich Sinn macht, wenn du auf einem Gerät drei Schalter hast. Okay, also das kannst du hier umschalten. Die Ansicht von den einzelnen Blöcken, die du reinwählen kannst, und die Ansicht von dem Preset und das, was die Fußschalter machen. Hier siehst du noch eine kleine 1 hier drüben mit der Kamera. Das ist das sogenannte Snapshot. Und beim Helix Stomp hast du drei Snapshots. Die werde ich allerdings bei den Software-Tutorials besprechen und ja, hier jetzt erstmal nicht. Snapshots sind im Prinzip Zustände des Presets, wo du An-, Aus-Zustände speichern kannst und auch verschiedene Parameter, die sich dann pro Snapshot verändern. Aber wie gesagt, da kommen wir später dazu. Das ist erstmal der View-Button. Dann kannst du hier, wenn du das Teil hier drückst im Preset-Mode, eine Preset-Liste sehen, wo du dann die Presets auswählst. Ich habe jetzt die Werks-Presets gelöscht, weil ich die grauenvoll finde. Na, anscheinend noch nicht alle, blöderweise. So dass du hier fast nur ein New Preset siehst, wenn ich das hier durchsteppe. Aber hier kannst du ein Preset relativ schnell auswählen. Zum Beispiel hier New Preset und das ist leer. So, Action, das zeige ich dir gleich. Schau, da muss man ein Preset wählen, was nicht leer ist. Wenn du jetzt hier Action wählst, Quatsch, das geht natürlich nur, wenn du in der Ansicht bist, also View-Ansicht wechseln. Action könntest du jetzt zum Beispiel hier diesen Block bewegen auf einen anderen Block und die anderen werden automatisch auch rumgeschaltet. Ja, ist zum Beispiel jetzt der Block rumgeschaltet, hier von da nach da. Das möchte ich natürlich nicht speichern, deswegen gehe ich mir direkt auf ein anderes Preset und schon ist es wieder so, wie es war. Also hier kannst du Action, kannst du Move machen oder auch Copy und das ist ganz wichtig, wenn du Presets erstellst und du willst zum Beispiel immer den gleichen Chorus haben, kopierst du das hier einfach. Und dann kannst du das in jedes beliebige Preset einführen. Ich zeige dir das mal gerade. Wähle ein anderes Preset. Hier ist ein leeres. Ne, ist nicht leer. Wo ist ein leeres Preset? Da ist ein leeres Preset. Zack. Und jetzt kann ich hier zum Beispiel einfach auf Action gehen. Paste Block. Und dann ist genau dieser Effekt hier wieder eingefügt. Sehr, sehr praktische Funktion. So.
Gut, das war der View-Button. Der Action-Button habe ich erklärt. Wenn du View und Action zusammenklickst, kannst du dein Preset speichern. Dazu kannst du hier Namen vergeben. Und das ist ja alles hier, ne? Charakter, kannst du alles Mögliche verwenden hier. Und du kannst aber auch hier das Preset verändern, an dem anderen Regler hier. Ja? Auf welches Preset du speichern möchtest. Ich mache es aber Cancel, ich möchte das Preset nicht speichern. Also hier ist Save. Dann hast du hier die Haupteinstellungen. Hier siehst du dieses kleine Menüsymbol, was du vielleicht von einem Browser kennst. Wenn du die beiden Page-Taster drückst, kommst du in dieses Menü rein. Vielleicht kann man es nicht lesen. Hier steht Bypass Assign. Da kannst du bestimmen, wie die Effekte an- und ausgeschaltet werden. Hier Controller Assign. Da kannst du zum Beispiel das Volumenpedal einem Wah-Wah zuweisen oder einem Volumenblock oder einem Pitch-Shift-Block. Hier ist der Global EQ. Das heißt, du kannst praktisch das, was rausgeht, an allen Ausgängen hier verändern. Das geht hier mit dem Drehregler übrigens. Du hast den Low Cut, das heißt, du kannst die tiefen Frequenzen wegschneiden, damit es nicht unten rum mulmt und dem Bassisten auf die Nerven geht. Zum Beispiel bei 100 Hertz wäre ein ganz guter Wert. Ja. Lass dich jetzt mal aus. Und hier hast du eine Tiefenfrequenz, da kannst du die Frequenz auswählen, die Breite der Frequenz und wie hoch oder tief die Frequenz geboostet wird oder abgesenkt. Das Ganze für Mitten und für Höhe noch dazu und ein High Cut. Ja, sehr praktisch, wenn du jetzt zum Beispiel mal in einem Raum bist, der extrem höhenlastig ist oder extrem basslastig, dann kannst du hier super alle Sounds auf einmal verändern. Extrem praktisch. Global EQ, eine der geilsten Funktionen. So, gehen wir wieder zurück. Das geht wie, machen wir einfach View und gehen wieder hier drauf. So, das war Global EQ. Und als letztes die Global Settings. So, Input Level, ja, kannst du wählen Instrument und Line. Instrument wählst du, wenn du eine Gitarre anschließt. Line wählst du, wenn du damit zum Beispiel mit einem, keine Ahnung, Mischpult reingehst, weil du ein Mikrofon aufnehmen willst und du hast das in das Mischpult reingeschaltet. Mit dem Mischpult gehst du in den Helix Stomp, dann kannst du hier ein Mischpult aufnehmen, wenn du das Ganze zum Beispiel mit dem Audio Interface, was integriert ist, zum Rechner verbindest. Das gleiche Output Level Line wäre, wenn du in die PA gehst mit den Hauptausgängen hier. Instrument wäre, wenn du in einen Verstärker gehst. Ja, dann wäre optimale Einstellung Instrument. Lassen wir mal auf Instrument. So, Send Return, das sind die Effektwege, die hier neben sind, die bei mir blockiert sind, weil ich nur den Send eigentlich verwende. Da kannst du auch wählen, Instrument oder Line. Das lassen wir so stehen, wie es ist. Send Return, auch Instrument und Line. Dann der Return-Typ. Du kannst statt einem normalen Einschleifweg, den du dann mit einem FX-Block hier machen musst, kannst du auch einfach den Einschleifweg als AUX-In benutzen, um zum Beispiel einen MP3-Player anzuschließen. Dann brauchst du keinen Block und es wird automatisch, was hier reingeht in die Returns, auf den Hauptausgang draufgeschaltet. Auch extrem praktisch. So, hier kannst du noch Sachen für USB einstellen, also einen Pegel, ja, USB-Trim. Hier sind noch Einstellungen für die für den Kopfhörerausgang. Ja. Da kannst du praktisch bestimmen, was du abhörst. Ob du den Main-Ausgang abhörst oder ob du Send abhörst. Und hier den Volume Control, ob der nur für Phones gelten soll oder für Phones und Headphones, also für Main und Headphones, sorry, versprochen. Ja, Main und HP heißt Hauptausgang und HP heißt Headphones und hier ist es nur Headphones. Ja, da kannst du bestimmen, was dieser Regler macht. So, und dann geht es hier noch weiter, ne? Preferences, ja. Gehen wir die mal alle durch, ja, weil das ist wichtig, dass du verstehst, was die alle machen. Bypass-Type. DSP, das heißt, es ist ein digitaler Bypass. Das heißt, es wird auf jeden Fall am Eingang AD, analog digital gewandelt, und am Ausgang DA zurückgewandelt, sodass du einen Verlust im Signal hast. Wenn du dieses Gerät nur benutzt, um zum Beispiel einen Effekt in deiner Kette zu machen, kannst du das auf True Bypass stellen, analog, und dann wird in einem, wenn du den ausschaltest, also wenn alles aus ist, wird automatisch ein Relais aktiviert, welches den Eingang zum Ausgang durchschleift, ohne Veränderung. Ja, also True Bypass ist dieses Gerät. Das ist echt krass. So, Snapshots Edits. Wenn du zum Beispiel Snapshots 1 aktiviert hast und aktivierst dort das Delay manuell über einen Fußtaster und schaltest dann auf Snapshot 2 und wieder zurück, bestimmt das hier,
ob dieses Delay dann angeschaltet bleibt oder Discard bedeutet, dass es wieder ausgeschaltet wird. Ist jetzt alles sehr, wie soll ich sagen, hochtrabend. Du kannst es auch überspringen. Okay. Okay, diesen Schalter, da muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich nicht, was er macht. Sollte man einmal ausprobieren. Das kann ich eventuell in den Comments nachliefern, aber das habe ich jetzt wirklich auch nicht. Muss in der Anleitung gucken. Solltest du sowieso lesen. Weiß ich jetzt nicht. So, hier kannst du bestimmen. Du hast ja hier ein Stereo-Output, wo du Fußschalter oder Expression-Pedale anschließen kannst. Und zwar kannst du sogar zwei Expression-Pedale anschließen. Dann brauchst du hier ein sogenanntes Y-Kabel und natürlich auch die speziellen Expression-Pedale für das Helix. Dann kannst du das hier machen. Du kannst aber auch wählen, dass der Ausgang hier Fußschalter 4 ist. Das heißt, du kannst dann einen Effekt On-Off mit diesem Fußschalter wählen. Und das gleiche kannst du hier für Expression-Pedal 2 bestimmen. Okay? Dann kannst du sagen, die Polarität des Expression-Pedals, die kannst du hier drehen, invertiert. Es kann manchmal sinnvoll sein, wenn du ein spezielles Expression-Pedal hast und so weiter. Ne? So, dann kannst du das hier nochmal bestimmen für das andere Expression-Pedal. Preset-Number, was ich eben drüber geredet habe, ob das jetzt 0 bis 125 ist oder 01A bis 42C, das kannst du hier bestimmen. So, und jetzt kannst du sagen, wenn du einen Snapshot wählst, ob der das Snapshot wieder laden soll oder das toggeln soll. Das ist jetzt alles hochtrabendes Zeug, das brauchen wir eigentlich nicht wirklich. Lass es am besten alles so stehen, wie du das eingestellt hast. Weiter geht's. Foot Switches. Jetzt kannst du sagen, also sind hier diese Fußschalter sind gemeint. Touch Stomp Select, das habe ich eben schon gezeigt beim An-Ausschalten. Du kannst aber auch sagen, dass es nur bei Press ist oder du kannst sagen beides. So. Tap Tuner, Fußschalter 3. Das habe ich jetzt versehentlich angewählt. So, jetzt kannst du aber hier auch wählen, dass es Stomp 3 ist. Dann geht das Lichtchen auch hier aus und du kannst den Tuner hierüber nicht mehr anwählen. Ja? Da musst du das irgendwie anders anwählen können. Ne? Das musst du bedenken, sonst kannst du den Tuner hier manuell, geht das soweit ich weiß, nicht. Ja, habe ich nicht gefunden zumindest. So, dann kannst du sagen, Stomp 4, also die Fußschalter 4-Funktion, das ist dann der externe, der hier reingeht. Ja? Das kannst du hier auswählen und das Ganze natürlich auch für 5. So, das war das schon. Weiter. Expression-Pedale. Jetzt kannst du bestimmen, das ist besonders interessant, wenn du ein Pedal für Volumenpedal benutzen willst, ob diese Werte per Preset gespeichert werden oder global sind oder sogar per Snapshot gespeichert werden. Ja? Nehmen wir an, du willst ein Master-Volumen-Pedal hier anschließen, das immer die Lautstärke bestimmt und die Position absolut ist. Also wenn es in der Mitte steht, ist immer mittellaut und wenn es aufgedreht ist, immer voll aufgedreht. Dann musst du das hier auf global setzen. Und das Ganze logischerweise für beide Expression-Pedals. Dann hier, MIDI-Channel. Omni bedeutet, alle MIDI-Kanäle werden empfangen, wenn da was reingeht. So, MIDI-Through, das bedeutet, dass das, was reingeht, auch rausgeht am Output. Auto RX MIDI Clock, dann gibt der eine sogenannte MIDI Clock aus. Das wird jetzt alles hier wieder viel zu kompliziert. Ja, und das kannst du hier einstellen. Preset Tempo Selects kannst du aber auch per Snapshot wählen, das Tempo, was gespeichert wird, oder global und dann sagen hier, wie das Tempo ist. So. Es macht natürlich schon Sinn per Preset, wenn du jetzt zum Beispiel einen Song spielst, der auf 90 BPM ist. Kannst du das im Preset speichern und dann ist das Delay zum Beispiel, wenn du das rhythmisch synchronisierst auf 90 PM, also 90 BPM, also auf dem richtigen Tempo. So, och, das ist jetzt richtig kompliziert hier alles. Dann Display und dann kannst du die Ringe, kannst du sagen, ob die leicht leuchten sollen, wenn der Effekt nicht aktiviert ist, sodass du weißt, wenn das grün ist zum Beispiel, dass da ein Delay drunter ist. Und du kannst diese Tap-LED, wenn du das eingestellt hast, hier, na, also bei den Preset Stomp 3, willst du ja Tap Tuner. Ob das blinkt, kannst du an- und ausschalten. Gehen wir wieder zurück. So. Oh, und das waren die Global Settings. Jetzt zeige ich dir mal, wie man ein Preset baut. Bup. Gehen wir hier zurück und wir brauchen diese Ansicht. Bei dieser Ansicht hast du hier einen Input. Und das geht hier über diese Linie mit 6 Blocks zum Output. Und das kannst du mit diesem Regler hier wählen.
Hier siehst du Input Main und da kannst du einstellen, ob das Noise Gate aktiv sein soll. Noise Gate macht folgendes: ab einem bestimmten Pegel macht das auf, sodass alle Signale durchkommen. Und wenn es unter dem Pegel ist, zum Beispiel nur so ein Pickup-Brummen, macht es ab diesem Pegel zu. Das heißt, es wird nichts weitergegeben und es herrscht komplette Stille. Sehr sinnvoll, vor allem für verzerrte Sounds. So, das kannst du im Input bestimmen. Dann hast du die Slots nacheinander, da kannst du verschiedene Sachen einwählen. Hier ist jetzt schon eins drauf, das mache ich mal hier raus. Geht das hier, Delete? Dann muss ich wahrscheinlich hier, genau, ich muss hier wählen, zurückgehen, None und dann ist es ausgeschaltet. Wenn du hier noch eins weitergehst, kommst du zum Output, da kannst du Panorama einstellen, also Rechts-Links-Verteilung des Signals und den Level, die Lautstärke, die Hauptlautstärke des Preset. Okay, jetzt wählen wir einfach mal einen Sound an. Ich zeige das jetzt hier nur theoretisch. Die richtigen Sounds machen wir mit der Software, weil ich das viel übersichtlicher finde, aber ich zeige es dir einfach mal theoretisch, wie das funktioniert jetzt hier. Ich mache jetzt einfach mal nur ein Beispiel. Ja? Als letztes möchte ich gerne ein Cab einwählen, also eine Lautsprechersimulation. Dann drücke ich hier auf den Knopf vor dem zweiten Regler, dann geht das Menü auf, ich wähle Cab, drücke das Single und wähle mir einen aus, zum Beispiel 4x12 Greenback 30. So, abgewählt. Jetzt kann ich hier Mikrofon, Distance, Low Cut bestimmen. Und du siehst hier vielleicht diesen roten Balken, diesen kleinen roten Balken. Wenn ich jetzt hier mit Page weitergehe, kommen drei weitere Parameter, die ich einstellen kann. Und mit Page kann ich hier wieder zurückgehen. Das heißt, mit Page kann ich die drei Regler verschieben auf die nächste Ebene. So, jetzt hier möchte ich gerne einen Reverb reinhaben, nochmal drücken, auswählen hier, Reverb. Dann kann ich hier Mono, Stereo wählen oder Legacy. Und dann mag ich zum Beispiel sehr gern den alten 63er Federhall. Den kann man dann hier bestimmen, so wie ich ihn gern hätte. Und dann ist der eingewählt. Hier könnte jetzt zum Beispiel noch ein Delay sein, was auch hinter den Amps sollte. Mag ich aber in dem Sound jetzt nicht, deswegen wähle ich hier direkt den Amp an. Nur als Beispiel Amp, Gitarre, zum Beispiel den US Double Norm, das ist ein Fender Twin. Und dann kann ich hier auswählen. Ja, du siehst jetzt hier, dass es mehr Parameter gibt. Es sind jetzt hier vier Blöcke statt zwei. Und ich kann hier die Parameter einfach mit den Drehreglern bestimmen. Nochmal zu dem Tipp, ne, wenn du das wieder zurückstellen willst, wie es ursprünglich war, einfach den Knopf drücken und der wählt den Default-Wert. Hier könnte ich jetzt zum Beispiel noch einen Chorus reinmachen, Modulation, Mono, zum Beispiel den 70s Chorus. Hier die Parameter. Du siehst, es ist immer genau das Gleiche, ja? So, jetzt zeige ich dir noch eine Sache. Gehe hier nochmal raus. Ich möchte jetzt hier ein Wah-Wah anwählen. Wah-Wah. Ja. Wähle ich hier. Wah. Da ist es. Mono, wähle Fassel. Und jetzt möchte ich das mit dem Fußschalter hier regeln. Das ist jetzt schon zufälligerweise eingestellt. Ich möchte zwei Sachen haben. Erstens, Controller es sein. Ich habe jetzt hier wieder die beiden Page-Regler gedrückt für Menü. Während ich das ausgewählt habe, ganz wichtig, Controller es sein. Und da siehst du hier Position. Und jetzt möchte ich gerne, dass dieses Pedal die Position des Wah-Wahs bestimmt. Dazu gehe ich eins weiter, hier mit Page, ja. Du siehst hier auch wieder die Seitenregelung. Drücke Learn, bewegt das Pedal und jetzt ist der automatisch zugewiesen. Du siehst hier Position, eigentlich müsste das jetzt funktionieren. Das verstellt hier. Learn. Eigentlich müsste das jetzt gehen. Da habe ich bestimmt eben im Menü irgendwas verstellt. Siehst du, sowas kann passieren, wenn man das zeigt und verstellt irgendwas im Menü. Global Settings. Dann habe ich bestimmt irgendwie das Pedal ausgeschaltet. X1 Position ist richtig. Foot Switches. Nee, ist eigentlich alles. Ah, Tip. Habe ich falsch rum gelegt. Tip Polarity ist auch richtig. So. Gehe ich hier nochmal auf das. Jetzt müsste es eigentlich schon funktionieren. Ja, es funktioniert auch. Ach, was Glück. So, das hätte jetzt böse Folgen gehabt. Also, das war Controller Assign. Ganz einfach Page, Learn, Fupp. Und dann sollte das funktionieren. Dann brauche ich noch was. Und zwar hätte ich gern, dass dieses Wah-Wah automatisch sich anschaltet, wenn ich das Expression-Pedal bewege. Das kann ich auch mit Learn machen. Und schon funktioniert. So siehst du es. Ja.
So, also das macht, so kannst du ein Wah-Wah-Pedal zuordnen. Es ist jetzt alles ziemlich komplex, ja. Und zur Not steht das alles 100% richtig gut erklärt, beschrieben in der Anleitung. Ich weiß, viele von euch mögen Anleitungen nicht und lesen die Anleitungen nicht. Manche rühmen sich sogar damit, dass sie nie eine Anleitung lesen. Lies die Anleitung komplett durch. Ja, machst du dir aufs iPad oder aufs iPhone und liest die einfach mal im Bett abends jeden Tag eine halbe Stunde, hast du eine Woche durch. Und dann kennst du diese ganzen Funktionen und du kannst auch jederzeit nachgucken, was das alles macht. So, das Einzige, was jetzt noch fehlt, ich gehe mal hier nochmal auf You. Du kannst hier mit den Page-Tastern den Fußschalter-Modus auswählen. Hier ist zum Beispiel einer, da kannst du Preset Up-Down wählen. Das heißt, du kannst einfach die Presets durchsteppen und hier hast du trotzdem noch Tap Tuner. Du kannst mit Tap das Tempo bestimmen. Siehst du hier, dass das Tempo sich verändert. Und wenn du hältst, kommt der wunderbare Tuner. Da hast du auch nochmal Einstellungen hier. Output. Ich mache gern Mute, dass du es nichts hörst, aber du kannst es auch rausgeben an Hauptausgang oder nur an Send links, rechts. Dann Reference ist praktisch die Stimmung. 440 Hertz ist normal, das sollte man eigentlich nicht anfassen. Und der Type kann hier fein, grob und auf Strobe gewählt werden. Auch tolle Sache. Strobe Tuner, tolle Sache. So. Das waren die Display Modes. Gehen wir nochmal zurück. Tap Tuner, habe ich erklärt. Hier kannst du einfach die Bänke auswählen. Jetzt würde ich natürlich hier einstellen, dass da steht dann 1A, 1B, 1C. Das kann man in den Einstellungen einstellen, habe ich eben gezeigt. Hier sind jetzt halt die Nummern. Und dann kannst du hier die Presets anwählen. So, dann noch das Ganze mit Snapshots. Und das ist das, was diese Toggle-Funktion macht, die ich eben in den Einstellungen gezeigt habe. Dann wählt er praktisch den von vorher und wechselt den hin und her. Eigentlich ziemlich praktisch. Ja? Und du siehst hier oben, dass die Snapshots wechseln. Das sind nur die Snapshots. Ja? Was du zum Beispiel machen könntest, du könntest dir einen Fußschalter anschließen hier, wenn du kein Pedal brauchst, hier kein Expression-Pedal, könntest mit dem Fußschalter Preset Up-Down wählen und dann pro Preset drei Snapshots dir speichern, die du benutzt. Und schon hast du ganz viele Sounds mit einem kleinen Fußschalter, so einem 50-Euro-Fußschalter dazu und dem Stomp. Gut, dann gibt es noch, was gibt es noch für Modes? Ja, das ist der Mode, den du brauchst, wenn du diese Schalter hier für das Aus- und Einschalten von Effekten nehmen willst. Ja, und Preset Up Down. Diese vier Modes gibt es. Ja, Preset Up Down, Presets anwählen, Snapshots anwählen und den Mode, dass du die Effekte an- und ausschalten kannst. Hier ist jetzt nichts drin, weil es ein neues Preset ist. Tipp: Du kannst dir auch einen Fußschalter legen, der diese Funktionen umschaltet. Ja? Das kannst du bei Fußschalter, ich zeige es kurz, wie es geht. Ja, das ist hier bei Global Settings, Switches und da könntest du jetzt hier Stomp 5 zum Beispiel, FS Mode. Und dann wird der fünfte Fußschalter, wird diese Fußschalter Modi umschalten. So, das reicht aber jetzt wirklich zum Gerät und alles andere werden wir in der Software besprechen. Sollten da Fragen sein, stell die bitte hier direkt in den Kommentaren unter dem Video und ich werde versuchen, die so schnell wie möglich zu beantworten. Kleiner Nachtrag, was ich eben leider vergessen habe. Wenn du möchtest, dass bestimmte Effekte in dem Fußschalter-Modus, wo du praktisch hier, Moment, View hier, ja, hier in dem Fußschalter-Modus, wo du hier die Fußschalter frei zuwählen kannst. Wenn du damit Effekte an- und ausschalten willst, zeige ich dir jetzt, wie das geht. Das ist super einfach gelöst. Nehmen wir mal an, du möchtest jetzt hier das Echo, hier Transistor Tape Delay, an- und ausschalten. Dann wählst du hier mit dem Drehrad einfach Transistor Tape Delay aus, nimmst einen freien Schalter, berührst den mit dem Finger und wählst hier OK. Und dann kannst du das Echo damit an- und ausschalten. Nur mal angenommen, du möchtest, wenn du das Echo anschaltest, gleichzeitig den Reverb ausschalten. Dann stell sicher, dass der Reverb, das ist hier der Ganymede, das ist ein Hall, ja, dass der angeschaltet ist und das Transistor Tape Delay ausgeschaltet ist. Wir haben jetzt das Transistor Tape schon zugewiesen, ja, das geht auch in ausgeschaltetem Zustand.
Das hat er sich jetzt behalten auch. Also du siehst hier, der kann an- und ausschalten hier, Transistor Tape. Jetzt wählst du den Reverb an und stellst sicher, dass der angeschaltet ist. Gehst hier auf den Knopf und dann sagst du hier auch wieder okay. Und du siehst hier, hier ist Merge angeschaltet. Wenn du das auf Replace machst, schaltet er ab dann den Reverb an und aus. Wenn du aber auf Merge gehst, dann werden die beiden zusammengeführt. Und dieser Fußschalter ist jetzt für Delay und Reverb zuständig. Das siehst du auch hier. Du siehst hier, Reverb schaltet sich aus. Gleichzeitig schaltet sich Delay an und umgekehrt. Abwechselnd. Absolut cooles Feature. So, hier bin ich jetzt wieder in echt. Und wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen über einen Daumen hoch. Wenn dir es nicht gefallen hat, kannst du mir auch einen Daumen runter geben. Ich entschuldige mich nochmal für die Videoqualität. Die ist nicht meinem Standard entsprechend, aber wie schon gesagt, der Helix mit seinem superhellen Display ist extrem schwierig zu filmen. Ja? Und wenn du die weiteren Videos der Helix-Serie auch anschauen magst, dann abonnier doch meinen Channel und drück das Glöckchen-Symbol, damit du informiert wirst über weitere Videos. Freue dich auf Teil 3. Bis dann. Ciao.